Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Gran Turismo 4. Heute ist es ein sozusagen ein Meme-Part. Wir fahren hier mit Midget 2. Es gibt eine Meisterschaft und den nehmen wir jetzt auch mal, den Wagen. Und ich habe keine Ahnung, wie schnell hier die Fahrzeuge sind. Ich bin mal echt gespannt. ich werde erstmal nur Ölwechsel hier machen. Und gucken wir mal, wie weit wir vorankommen. Ich meine, der Wagen ist jetzt nicht so schnell. Und das Krasse ist, um diese Meisterschaft auch teilzunehmen, brauchen wir auch ein bisschen Glück, weil wir müssen erstmal diesen Wagen hier finden. Beim Gebrauchtwagenhändler. Aber man kann den Wagen nicht bei der Daihatsu selbst kaufen. Was ein bisschen komisch ist. Dementsprechend, jo. Bin mal echt gespannt, wie wir jetzt hier vorankommen. Ich hoffe, dass wir das jetzt Fast 2 auch gewinnen. Wir schauen mal einfach. Ich kann mich da an GT2 erinnern, da gab es ja auch so ein Midget 2 Markenrennen. Und da waren die Autos extrem schnell. Wenn wir schon bei der Daihatsu sind, können wir uns da mal ganz schnell hier einmal die Fahrzeuge uns anschauen. Hier gibt es zweimal Gruppen, einmal als Active Top und einmal als Cabrio oder so ähnlich, keine Ahnung. Aha, ja, Daihatsu halt die Autos, die machen halt immer langsame Autos. Und ja, ich glaube, ich weiß schon, was wir als Auto gewinnen werden, wenn wir hier mitfahren. Und wir fahren nur ein einziges Rennen und das ist ein Driving Park. Ja, geil, Marzico. Komm, ich hoffe, dass wir das einigermaßen gut gewinnen können. Ich werde auch auf jeden Fall hier noch die Fahrhilfen deaktivieren. Das auf jeden Fall. Zack, 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 zack. Das mache ich eigentlich immer wieder, aber gerne offscreen. Ja, jetzt ist es ein bisschen blöd, weil ich wollte euch zeigen, wie ich den Wagen hier kaufe. Und, Und? Wie viele Punkte kriegen wir? 60, geil! Oha! Aber die Strecke passt ja auch für die Fahrzeuge, weil das ist ja Motorland, das ist eigentlich eine Rückwärtsstrecke, so wie ich finde. Ja, und das ist, glaube ich, auch die Rückwärtsvariante, oder? Keine Ahnung, weiß ich jetzt, aber ich weiß es nicht. Und geile Martin, wohl mit Abstand das beste Rennen überhaupt hier. Eigentlich hätte ich das Rennen hier am 1. April hochgeladen sollen, aber wir haben schon... Was haben wir heute für einen Tag? 5. April oder so? Oder 6.? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich produziere ja ein bisschen vor. Dementsprechend kann ich leider nicht sagen, ob wir jetzt... Welchen Tag wir genau haben. Wir haben... Also ich kann euch sagen, was wir heute für einen Tag haben. Wir haben den 28.3. Tüdüt! Naja... Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie muss ich gerade eben an eine Kinderserie denken. Die heißt einfach Proben. Die lief damals auf Super RTL. Vor 12, 13 Jahren oder so. Vielleicht kennen ja der eine oder andere von euch. Proben. Die Kinderserie Proben. Ich will dazu aber jetzt auch nicht viel labern. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr die Serie kennt. Wenn ja. Sau geil, hattet ihr eine richtig geile Kindheit auch gehabt damals. Ach, herrlich, ich sollte eigentlich ein bisschen lustiger drauf sein, ein bisschen hier denkmalerisch werden. Weil das ist wirklich wirklich eine Spaßveranstaltung hier ist, was wir hier fahren. Yo. Aber mir fällt gerade nichts Lustiges ein. Ich muss auch gestehen, ich bin, wenn ich jetzt hier aufnehme, klingt immer so ein bisschen so ganz normal, ne? Aber glaubt mir, wenn ich mit bestimmten Kollegen unterwegs bin, da bin ich halt schon richtig, richtig krass drauf. Also jetzt krass meine ich nicht, dass ich irgendwie brutal bin oder so, wie die ganzen Ghetto-Kinder heutzutage, sondern nein, ich gucke mir jetzt verdammt gerne Meme-Compilations auch an. Es gibt da so einen YouTuber, der heißt Unusual Compilation oder Meme-Compilation, so ähnlich. Der macht richtig gute Meme-Compilations, ey. 1A. Richtig coole Meme-Compilations. Naja. Mann, ich hätte es wirklich am 1. April hochladen sollen, das Video hier. Das ärgert mich ein kleines bisschen, ey. Ich glaube, ich hätte auch vorher noch ein bisschen Energy Drink trinken sollen. Weil wenn ich ein bisschen Energy Drink trinke, dann werde ich ein bisschen hyperaktiv. Joa.
Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde sogar gleich die Folge ein bisschen vorziehen. Das heißt also, ich werde das Video hier sogar am 1. April hochladen. Nein, das werde ich nicht tun, das werde ich nicht tun. Weil ich gebe ja immer eine Videobeschreibung, also nicht in der Videobeschreibung, sondern einen Videotitel, gebe ich ja immer an, wie weit wir dann vorangekommen sind. Da gebe ich ja immer die Prozentangabe an. Das wäre ein bisschen komisch, wenn ich dann euch sage, ja, Part. Ich weiß gar nicht, welcher Part das hier ist. Ich glaube, jetzt kommt Part 36 oder so. Part 34. Auf einmal mehr Prozent als Part 35. Ja, mein Gott, ich glaube, wir haben Bullshit, ey. Ist auch das einzige Rennen nur hier. Das ist ja keine Matrix. Damit die Folge aber nicht so kurz ist, werden wir, glaube ich, vielleicht mal mit dem Reiswagen ein bisschen noch fahren. Kann ich euch vielleicht noch was zeigen, was wir vorhin noch nie gemacht haben? Mal gucken. So, und das war's auch schon. Ein richtig cooles Rennen hier. Vielleicht mit Zusatzgewicht noch spannender. Ja. Und am Ende noch schnellste Rundenzeit gefahren. Geil. Einfach nur geil. Aber der Wagen ist echt verdammt schnell, ne? Dafür, dass er eigentlich dafür gebaut ist, dass man damit nur bestimmte Dinge hin und her transportieren kann, ist der Wagen recht schnell. So. Und was kriegen wir jetzt? Oh, ja, das ist eigentlich keine Überraschung jetzt. Oder? Schauen wir mal. Und. Ach, wirklich? Oh mein Gott. Ich glaube, aber den Wagen gibt es nicht in GT5 und GT6. Meine ich. Deswegen. Und so besonders ist der Wagen auch. Das war's auch schon. Geil, einfach nur geil. 29% haben wir durch. Ich glaube, wir hatten vorhin 28,8% oder so. So, wo ist der Wagen? Da. Da haben wir den Wagen. Geil. Ich fahre mal mit denen ein bisschen. Wir können ja mal vielleicht so noch ein Rennen fahren. Originalstrecke. Welche Strecke sind wir noch gar nicht gefahren? Oder sehr, sehr, sehr wenig. Okay, die Strecken sind wir alle schon mal gefahren. Vielleicht eine Originalstrecke. Eine Strecke, weiß ich ganz genau, sind wir noch nicht gefahren. Wo finden wir hier? Weltstrecken, genau. Ich glaube, ja, genau. Warte, nee, doch nicht. Ja, die Strecke sind wir noch gar nicht gefahren. Aber eine Strecke, die ich euch zeigen möchte, wollte... Ja, hier, die Strecke sind wir auch noch nicht gefahren. Ja, die Strecke hier. Oder Fuji 2005. Können wir auch noch fahren. Ja, ist aber, glaube ich, zu lang. Komm, wir fahren mal hier auf dieser Strecke einen Familienpokal. Boah. Ich möchte jetzt aber nicht übertreiben hier. Nee, komm, wir machen... behalten das jetzt bei 0. Ja, hier kann man die Schwierigkeit erwähnen. Je höher die Schwierigkeit, desto mehr Aspekte kriegen wir natürlich. Und ja, die Autos, die passen auch soweit. Ich mache mal noch ganz schnell hier die Pfeifen aus. Dass wir das auch immer schon mal gesehen haben. Das ist, ich glaube, dazu kommen wir dann nie wieder mehr. Deswegen schön, dass wir auch mal vielleicht so ein Familienpokalrennen einmal uns anschauen. Ich meine, ja, das ist auch nicht zwingend notwendig für die 100%. Komm. 120 Punkte. Das ist schon mal ganz schön viel, ne? Oha, ey, das ist mit Abstand die krasseste Folge, ey. Yo, wir kommen nicht mehr voran, ey. Was geht denn hier ab? Yo, Alter, ist der Wagen langmarschig. Ey, das Rennen ist wird viel zu lange dauern jetzt. Locker 10 Minuten. Was macht der da vorne? Der fährt hier Slalom. Also da, ich glaube, das ist ein Honda Live, oder? Was geht denn hier ab? Wieso fahre ich jetzt zwei Runden? Was geht denn hier ab? Ach, ich brauche Windschatten. Ich brauche dringend Windschatten hier. Kann der Wagen auch hier umkippen? Nee, das geht eigentlich nicht, weil die Fahrphysik nicht so optimiert ist. Und ich glaube, wir fahren nur eine einzige Runde hier. Komm. What the fuck mache ich da? Ey? Was ist das für eine scheiß Folge heute? Das ist ein bisschen too much für mich hier, ey. Es gibt da übrigens ein richtig geiles Lied, das heißt Too Much
Too much Zen, too much Molly, too much money, too much body, no ID, block my call, I throw money, watch it fall. Too much Zen, too much Molly, too much money, too much body, no ID, block my call, I throw money, watch it fall. Watch it fall, fall. Das war mit Abstand die geilste Folge überhaupt, ey. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Aber jetzt sind wir bei 12 Minuten. Und das reicht auf jeden Fall auch aus. So. Gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video hoffentlich gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.